verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja großartig. Das ist wirklich großartig. Oh, schön. Oh, wir haben gleich Zivil-Cosplay in der ersten Reihe. Das ist ja mega gut. Das ist ja mega gut. Ich hätte nie gedacht, dass Faruk so schön ist. Wundervoll. Sag mal, fehlt ihm genau wie mir ein Zahn? Das ist ja mega gut. Das ist ja so gut. Das ist ja nur geil. Das ist unglaublich. Wir müssen eine klare Art Anmod vielleicht noch machen. Ja, natürlich. Wir sind jetzt auch live auf Twitch gerade. Hi, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines live auf der Comic-Con Freiburg. Nice. Okay. Das war eine sehr schöne, ehrliche 10.30 Uhr Energie an einem Sonntag. Genau, das war eine 10.30 Uhr. Wahnsinnig ehrlich. Gerade gefrühstückt, halbwegs hoffentlich. Ja. Genau. Im figurativen Sinne haben alle noch ein Croissant im Mund. Das ist super. Damit können wir anfangen. Dann los. Achso, ja, sehr gut. Ihr beide nichts. Ihr guckt mich so beide an. Aber Jungs, ihr habt da einen vollen Themenkatalog dabei. Also, wir gehen gleich mal rein in das Thema Film. Wir hatten ja gestern beide eine kleine Filmdiskussion. Ja. Und ich habe letztens viel über Filme nachgedacht und gemerkt, je älter ich wurde, desto einfacher habe ich angefangen, bei Filmen zu heulen. Früher konnte ich das nicht. Da habe ich dann immer so sehr zugemacht und so ganz oft nacheinander geschluckt, dass keiner merkt, dass ich was so... Nenn mir einen Film, bei dem du das gemacht hast früher. Kapp und Kappa. Da habe ich schon als Kind, da habe ich schon schnell gemerkt, nee, Emotionen lassen wir hier nicht zu. Das ist nicht der Haushalt. Wie alt warst du da genau? Boah, 6, 7. Das mochte da schon keiner, wenn ich geweint habe. Ganz wenig Fans bei Kapp und Kappa. Ja, das war nicht gut. Das mochte man nicht. Was denn da passiert? Kam deine Mutter und hat hier so ein... Bam! Salus! Reiß dich mal zusammen. Und ich habe angefangen, eine Liste zu machen, welche Sachen bei Filmen mich zum Weinen bringen. Ja. So, und ich dachte, ich lese sie einfach mal vor. Vielleicht könnt ihr connecten oder ihr habt auch irgendwas, wo ihr merkt, ah, das kriegt mich immer. Ja. Manchmal schämt man sich ja schon fast, wie einfach die einen kriegen. Ja. Immer, wenn sich zwei Leute wiedersehen. Jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Was passiert bei so Bürosachen, wo jemand einfach kurz aus dem Büro geht und wiederkommt? Ey, wenn er lang genug weg war, hat er mich. Oh. Das ist wirklich immer, oh, der war weg. Oh nein, hier ist meine Schwester, ich habe sie so lange nicht gesehen. Oh, das ist ich heule. Das ist ein bisschen süß, das ist wie ein Hund, der vergisst, wie Zeit funktioniert. Ja. Das ist cute. Ja. Die Umarmungen sind auch alles so. Ganz doll und ganz man geht so im Close-up, wie so einer weint bei der Umarmung. Sofort vorbei bei mir. Hast du einen Film, bei dem das ganz besonders doll war? Wo du dich erinnern kannst, dass nee, ich habe jetzt kein genaues Beispiel dafür, aber ich weiß ganz genau, wenn Leute sich wiedersehen, ist bei mir vorbei. Beim Herr der Ringe, vorbei. Beim Herr der Ringe sind die ja eine Weile getrennt. Mhm. Ne? Und dann kommen die ja am Ende wieder alle zusammen. Oh, das ist ein guter Punkt. Da habe ich locker geheult. Ja. Weiß ich nicht mehr, aber safe habe ich geheult. Ich habe mal bei einem Film geweint, wie hieß der Schauspieler von Fast and Furious, der leider in einem Autounfall gestorben ist? Paul Walker hat so einen Film gemacht, wo er so Hunde hat. Und dann muss er die zurücklassen in der Antarktis und dann überleben die halt so. Sehr gut. Und dann trifft er sie am Ende wieder. Und dann das war in Fast and Furious? Das ist so eine Sidequest in Fast and Furious. Ich finde es so gut. Du brauchst ein Wiedersehen mit Hunden. Naja, nicht mehr mit Menschen. Falk, hättest du die Stelle gesehen? Ja. Ich habe wirklich geweint wie ein Schlosshund. Ja. Und damals hatte ich noch einen Hund und ich hatte irgendwie diese Liebe auf... So, ich habe ihn dann so ganz doll geknullt und er war voll verwirrt, was jetzt los ist. Er fand den Film nicht so gut. Nee, der wusste gar nicht, ich bin einfach so mein Hund. Ey, aber sorry, ich habe die Fast and Furious Filme nicht mehr parat, also die ich gesehen habe. Aber ist doch kein Fast and Furious, oder? Ach so, ach du hast nur gemeint, weil er da, okay. Ich wusste nicht, wie der Schauspieler. Der hatte einen anderen Hund, einen anderen Film. Paul Walker hat sehr viele andere Filme gemacht. Nein. Doch. Nenn mir 10. Auch so ein Film. Also, hier, Hundefilm, ich weiß nicht, wie er heißt. Hundefilm. Der Hundefilm? Der Hunde-Arktis-Film, okay. Der Hunde-Arktis-Film. Er hat so einen Film gemacht mit Jessica Alba, wo die von dem Boot schwimmen gehen und nicht mehr auf dem Boot kommen. Und dann ist er quasi... Ja. Boah, ich glaube, den habe ich mal nachts auf ProSieben gesehen. Open Water? Oh, war der Scheiße. Leck mich am Arsch, war der schlecht. Er hat mal so eine Romantik... Nee, aber warte mal, der mit Jessica Alba, war das nicht der, wo die nach so einem Schatz tauchen und dann... Und dann das Surfbrett und es kommen Haie? Nee, also es gibt einen Film, wo die nicht mehr aufs Boot können, so richtig schlecht einfach... Nicht mehr hoch. Genau, das ist Open Water. Open Water, genau. Ja. Das war nicht sehr gruselig als Kind. Weil ich bin ein miserabler Schwimmer.
Ich bin auch ein miserabler Schwimmer. Nicht so wie Gumo, ja. Das, wirklich, das wusste ich gar nicht von dir. Ich kann richtig schlecht schwimmen. Also ich kann, glaube ich, ein bisschen besser schwimmen als du, glaube ich. Noch schlechter oder besser? Nee, ein bisschen besser. Ja, glaube ich auch. Aber ich habe auch gar keinen Körper für Schwimmen. Ja. Also es ist ja wirklich, als würdest du so einen dicken Stein ins Wasser werfen. Das ist ein Anker. Ja, ja. Also ich bin wirklich ein Anker. Du hast einen Bodytype-Anker? Ja. Naja, er hat auf jeden Fall auch ein paar Romantik-Komödien. Mhm. Paul Walker sah ja auch extrem gut aus. Ja, also muss man sagen. Ja, der hat so einen ganz sexy, verlorenen Blick. Ja. Der hat so richtig tolle Augen, muss man wirklich sagen. Das war auch sehr sexy, wie er mit 32 noch eine 16-Jährige klargemacht hat. Hat er wirklich? Oh. Ah, nein! Ja. Wir erinnern uns? Nein? Okay, ich würde ja sagen, das macht das Lebenswerk kaputt, aber welches Lebenswerk? Ja, ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja, ich kann Fast and Furious nicht mehr mit denselben Augen sehen seitdem. Du bist wirklich furious. Ja. Wisst ihr, bei wem man das auch ganz gerne vergisst? Jerry Seinfeld. Als der seine Frau kennengelernt hat, war die 14. Oh, das wusste ich nicht. Vielleicht so ein kleiner Moment. Launer. Das wäre ja okay, wenn er auch 14 gewesen wäre. Nope. 16? 32. Whoops. Jupp. Was? Und dann, wir gehen zu etwas, was erbauliger ist. Lass weg mal. Von alten Creeps. Sachen, die mich in Filmen zum Heulen bringen. Wenn jemand jemanden vermisst und wenn jemand jemanden nicht mehr vermisst. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand, so jemand weit, aufhört zu vermissen. Wenn man aufhört zu vermissen, weil man sich so entfernt hat, finde ich fast noch trauriger. Wenn du so einen Moment hast von, du bedeutest mir nichts mehr. Ist egal, dass du weg bist. Heulig. Wow, du hast es gerade so gesagt, als wärst du in Dawson's Creek gewesen. Oh, ich glaube, ich hätte es nicht. Joey, du bedeutest mir nichts mehr. Das ist zum Beispiel weniger bei mir, muss ich sagen. Also, wenn Leute sich nicht mehr so mögen oder sich auseinanderleben, das ist ja also irgendwie, da gibt es ja keinen Moment. Also, oder doch, es gibt ja oft einen Moment, der das, also filmisch gibt es ja oft einen Moment, wo man sagt, jetzt ist vorbei. So irgendwie die Miete das dritte Mal in Folge am 6. erst überwiesen und dann war's das. Also das kann ja alles sein am Ende. Ja, verstehe. Wollt ihr noch mehr Sachen wissen, bei denen ich mag? Bei denen ich weine? Wenn einer von euch irgendwas hat, was euch immer zum Weinen bringt, meldet euch mal ganz kurz, dann finden wir euch. Am Ende eines Films, wenn Eltern anfangen, stolz auf ihr Kind zu sein. Ja. Ja. Das ist so der große Trope von, man muss sich beweisen vor den eigenen Eltern. So, und jetzt am Ende ist so... Gut gemacht, Champ. Und ich heul wie ein Schlosshund. Jetzt aber wichtig, ne? Was ist wichtiger, dass ein Vater und ein Sohn connecten oder eine Tochter und eine Mutter oder die Crossover-Variante? Oder ist es egal? Hauptsache Elternteil und Kind. Ich glaube, Vater und Sohn wegen eigener Biografie. Ja, genau. Das ist ja immer das, wo man sagt, ja, das können wir sein. Das ist ja immer dieselbe Scheiße. Und dann schickst du deinem Vater so einen Link zu dem Film. Ja, und er schickt mir so einen Daumen nach oben und er guckt es nicht. Es gab so einen Film, der hieß... Therapie ist so viel verzeihen. Der hieß The Blind Side mit Sandra Bullock. Ja. Oh, ja! Und ich weiß, dass ich da geweint habe, aber im Nachhinein voll der Quatschfilm, weil das basiert ja auf einer wahren Geschichte. Und die haben diesen Typen, auf den es basiert, gar nicht richtig bezahlt. Und er hat die jetzt, Familie jetzt verklagt. Und das bringt dich zum Weinen? Das hat mich zum Weinen gebracht. Leute, die nicht bezahlt werden. Der Buzzfeed-Artikel hat dich zum Weinen gebracht. Ja, aber ich weiß, dass das mich da ausgecatcht hat. Dieser Junge, der nichts hatte und plötzlich so, hey, ich habe ein eigenes Zimmer und das bringt mich irgendwie. Ja. Ja. Den habe ich mal geguckt, da war ich ganz, ganz jung auf einem Date. Der ist schon lange her, da muss ich so 15 oder 16 gewesen sein. Okay. Und da habe ich ein anderes... Ich war übrigens auch in dem Alter. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind an dem Punkt, wo man es dazu sagt. Ja. Wir waren im selben Alter und ich fand die ganz toll. Und die ist immer gern ins Kino gegangen. Ja. Das heißt, jedes Date war immer im Kino, aber das war auch immer... Es war Blindside haben wir im Kino geguckt. Mhm. Den ersten, wie heißt denn der Vampirfilm, wo alle glitzern? Twilight. Ich habe jeden Twilight-Film im Kino geguckt. Wow, sagst du uns erst jetzt? Bitte? Sagst du uns erst jetzt? Ja. Wow. Naja, also, man muss ja auch noch nach 6 Jahren noch was haben. Top 5 Twilight-Filme. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Das sind ja 10 oder so. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich weiß, dass der letzte, den letzten fand ich nicht geil, weil die letzte Kampfszene, es gibt dann so eine ganz große Kampfszene, auf die alles hinläuft. Und man denkt sich so, oh, jetzt kommt hier die riesige Schlacht und dann ist irgendwie nur so ein 2 gegen 2. Ah, okay. Also es ist so wahnsinnig unterinszeniert am Ende. Und das hat mir nicht gefallen. Geld gespart. So russische MMA-Gruppenkämpfe. Ja. Ja, mit einer alten Frau und es ist ganz kompliziert. Aber warst du denn Team Vampir oder Team Werwolf? Wie heißt der Mehr Muckis hatte?
Der Werwolf. Ja, ich war Team Mucki. Tyler Lautner. Ja. Ja. Der hatte tolle Muckis, der war oft oberkörperfrei. Ja. Aber wie hieß fand die, ich super. Du hast Twilight, du hast auch nicht Twilight-Fan. Wie hießen die Teams nochmal? Wie heißt der Hauptvampir-Typ, der hübsche Vampir und der Edward. Team Edward und wie heißt der andere? Jacob. Jacob! Ja. Jacob, auch der bessere Name, Jacob, da geht's ja schon los. Jacob klingt so viel cooler als Jakob. Ja, der Song ist ja auch nicht Bruder Jacob. Ja, vor allem, im Deutschen wäre es halt Team Eduard gegen Team Jakob. Ja. Nicht mehr ganz so selber. Eduard ist leider kein guter Name. Oh, sag das nicht, vielleicht ist ein Eduard. Haben wir einen Eduard hier, dann würde ich mich einmal entschuldigen. Aber ich sag mal so, ich kenne zwei Eduards und beide konnten für ihr Alter immer schlecht lesen. Also, es tut mir echt leid, aber Eduards waren immer... So, nee. Du kennst zwei Eduards? Ich kenn zwei Eduards. Ich habe noch nie einen getroffen. Ich kenn zwei. Der letzte Ede, den ich kannte, war der Typ, der mit Harald Junke zusammen Sketche gemacht hat. Wow. Und den habe ich auch nicht getroffen. Ich kenne ihn nur aus Fernsehen. Der letzte Eduard klingt nach einem guten Roman. Ja. Letzte Eduard. Ist Eduard ein Ostname, dass ich den so mehr kenne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ihr ist einfach aus der Mode gekommen. Bisschen, was mich auch zum Weinen bringt, aber bezüglich Filme, weiß nicht, ob das zählt, mich so Flashback-Szenen in Animes, wo der Charakter nochmal so alle seine Schwierigkeiten, genau, das bringt mich, catcht mich aber auch das immer. Das passiert ja ständig in Animes. Ja, voll. Eigentlich so ein Standard-Trope. Die drücken voll auf die Tränendrüse, finde ich, in Animes. Ja, also Naruto war da richtig doll. Ja. Also wie oft ich mir da... Aber die Musik war auch so schön sad. Also die Musik bei Naruto die war wirklich... richtig gut, Seth. Ja. Das war doch immer das, wo dann noch diese leere Schaukel... Ja, wo man sagt, hat die jemals jemand benutzt? Ja. Oder war die nur für den Shot? Nein. Hat sie das hier nie jemand geschaukelt? Die hat jemand da installiert, nur damit Leute traurig sind. Da ist so ein Motor, der die so langsam alleine schwingen lässt. Wir haben eine Meldung. Wind. Wir haben eine Meldung. Ja. Ich hab's leider akustisch nicht verstanden. Ich komme mal zu dir und halte dir ein Mikrofon hin. Oh, ich glaube... Nee, Falk, ich gehe jetzt hier full Falk und Thomas Gottschalk, ich gehe in die Menge. Mach die Saalwette. So, bitte, noch einmal. Naruto sitzt manchmal im ersten Band drauf oder in Flashbacks. Ja, stimmt, aber auch nur da. Aber der sitzt auch immer nur da drauf, wenn Herbst ist, ne? Das ist auch immer, das hat immer was mit der Jahreszeit auch zu tun. Ja, stimmt. Es müssen immer Blätter fallen. Ja, aber ich muss sagen, echt die Naruto-Musik, wirklich hervorragende, unabhängig von den traurigen Liedern, aber auch so, ja. So guter... Ich muss gestehen, sie ist bei mir nicht so ganz hängen geblieben, aber im Anime war ich immer so, ja, ist geil, funktioniert irgendwie gerade, ist ganz mir geil. Mir geht immer im Kopf die Naruto-Kampfmusik an, wenn jemand im Supermarkt mit dem Wagen leicht gegen mich dotzt, weil ich dann immer denke, so, ah, okay, wir fangen jetzt an. Flashback zu deiner Schaukel. Was ist deine Schaukel? Oh, das ist eine gute, was ist dein Kindheitsrückzugsort? Achso, ich dachte, ihr wollt jetzt, also ich durfte früher schaukeln, ich habe nicht so eine traurige Kindheit gehabt. Das ist eine schöne Kindheit. Bei mir war es eine Drehkugel. Es gibt so in Berlin-Pankow so einen Spielplatz, wo man in so sich eine Drehkugel setzt, dann dreht man so eine Scheibe und dann dreht sich die Kugel so andersherum. Und das war so mein... Ja. Das ist übrigens ein Ding auf Spielplätzen, was ich nie verstanden habe. Es ist nur dazu da, dass Kindern schlecht wird. Und dass die rausfliegen. Ja. Also ich habe es auch ganz oft gesehen, dass die wirklich einfach, ciao. Das ist wirklich... Man klatscht so ein Kind gegen ein anderes Kind. Unfassbar funny. Ja, ja. Das ist wirklich... Muss man leider sagen. Wenn man es einmal sieht, ist ein bisschen lustig. Ja, auch so wie wenn ich am längsten dabei festhalten kann, irgendwann würdest du wirklich weggeschleudert. Ja. Was ist deine Schaukel? Was meinst du damit? Was ich traurig finde im Film? Na, so einen nostalgischen Moment, den man, wenn du eine Rückblende hättest, auf so einen nostalgischen Kindheitsmoment, was wäre da deine Schaukel? Ach so. So im figurativen Sinn. Das kann ich ja eigentlich nicht sagen, ne? Wirklich? Naja, ich bin ja in der Kurfürsten Straße groß geworden. Oh! Das heißt, ich werde so immer eine so ein bisschen. Prostituierte im Herbst. Ja, genau. Wow, das ist eine ganz andere Energie. Das ist ein ganz anderes Ding. Wenn man so Rotlichtstraße groß ist, sieht man andere Dinge als nostalgisch. Und auf denen so Blätter, ganz komisch. Ja, einfach, weißt du, wenn die Prostituierten ihr Haar verlieren, weil es so im Herbst, so ein Winterfell. Im Herbst, die Prostituierten verlieren ihre Haare. Ja. Toll. So kriegen ihr Winterfell. Ja. Bei mir ganz langweilig eine Wippe. Ich bin sehr gerne gewippt. Ja, das ist ja praktisch eine Schaukel. Nee, eine Wippe ist doch keine Schaukel. Ja, irgendwie schon. Nein, eine Wippe ist ja erstmal sofort ein Gruppenprojekt. Eine Wippe alleine ist ja das Traurigste der Welt. Ja. Ein Mann auf einer, ein einsamer Mann auf einer Wippe ist das Traurigste, was du je gesehen hast. So sad.
Aber da muss ich immer, es gibt eine großartige Szene von den Simpsons, wo Milhouse Bart vermisst, ja, und er steht so auf dem Dings und er wirft so ein Frisbee, ja, und rennt hin und holt den Frisbee und wirft ihn wieder und er sagt, ah, ist nicht dasselbe, wenn Bart nicht zuguckt. Ist so ein Hammer-Joke, an den ich gerade denken musste. Das ist geil. Ja. Und für mich hieß Wippen immer, ich war ja schon immer das kleinste Kind, immer. Ja. Also ich bin ja nicht auf einmal klein geworden. War immer so, weil ich hatte Freunde in der Schule, die waren lange alle gleich groß und manche von uns hatten dann mehr Ambitionen. Nee. Also ich war in der Kita schon mickrig. Ich war wirklich, ich war immer der Kleinste und es hieß... Haben sich die Leute manchmal Sorgen gemacht? Oder war das... Ja, eher meine Mutter. Ja. Aber es wurde auch nicht besser, irgendwann hat man es akzeptiert, aber für mich hieß Wippen deswegen ganz oft, dass ich einfach die ganze Zeit in der Luft bin. Weil alle Kinder waren ja auch schwerer. Ja. Das heißt, ich war einfach ganz oft oben. Und das war so meine Erfahrung. Daran muss ich so ein bisschen denken. Spannend, witzig, ja. Nicht schlecht. Aber ja, das... Wisst ihr, was mich bei Filmen oft nicht so kriegt, was andere, glaube ich, mehr kriegt? Ja. Ist so... CGI. Geschwistergedöns. Wow. Nein, Jonas, nicht diese Filme. Sondern wenn man sich so als Geschwisterpaar reibt und dann kommt man im Alter wieder zusammen oder man trennt sich. Ich weiß immer noch nicht, über welche Art von Filme du gerade redest. Über wenn man sich als Geschwisterpaar reibt und im Alter wieder zusammenkommt, ja, ist alles nicht in Ordnung, Falk. Man hat Sachen an und es geht hauptsächlich um Emotionalität. Ah, okay. Das holt mich unglaublich. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dafür braucht man Geschwister. Ich habe zwei kleine Brüder. Ja. Du bist Einzelkind. Ja, deswegen, das hat mich nie erwischt. Und du, Jonas, holt dich sowas ab? Bin zu weit auseinander von meinen Schwestern. Deswegen, also das war so ein Trope, der hat bei mir nicht funktioniert. Ja. Der war ich immer so, ja. Bei mir funktioniert dann eher der Trope von so Patchwork-Familien. Das ist eine spannende Frage. Es war keine Frage, es war eine Aussage. Nein, wie funktioniert der Trope von Patchwork-Familien? Nein, ich habe gesagt, bei mir funktioniert. Ah, bei mir, Entschuldigung. Ein ja, Film. Wirklich? Ja. Der erwischt dich dann, da bist du emotional. Mehr, ja. Ja. Ein Film, der mich auch damals doll zum Weinen gebracht hat, war das Streben nach Glück von Will Smith. Das ist ja eine Sache, Falks These ist ja, Will Smith hat noch nie einen guten Film gemacht. Noch nie. Und ich glaube, Streben nach Glück ist das Nächste, was an einen guten Film rankommt, würde ich sagen. Ah ja, die Leute lieben Wild Wild West, ne? Ja, auch toll gealtert auch. Und irgendwie dieser Struggle dann mit dieser Familie, mit seinem Sohn dann auch noch. Hat das war auch so ein manipulativer Film, ne? Ja, der war also richtig toxisch. Der eine Szene nach dem anderen, es geht alles immer nur schief. Der Typ leidet, als wäre er Jesus am Kreuz, ja, die ganze Zeit. Ne? Und dann muss er immer noch seinen Sohn, und dann muss er seinem Sohn was vor... Das ist genauso wie Das Leben ist schön mit Roberto Benigni. Mhm. Heißt es so? Das Leben, ja, ist schön? Ja. Wo ist ja auch diese Geschichte von einem Vater, der seinem Sohn immer eine heile Welt versucht vorzuspielen, während alles um ihn herum kaputt geht. Ja. Das kriegt, glaube ich, jeden. Das ist so richtig manipulativ. Ja. Wie alt warst du, als du den geguckt hast, als er dich erwischt hat? Weil manchmal ist es auch eine Altersfrage, da wirst du anders erwischt. 14. Ja. Ja. Ja, mit 13, 14, da hat man ja auch keine Benchmark für einen Film. Ja. Da denkt man ja auch, Man in Black 2 wäre das Lustigste, was je gemacht wurde. Ja. Und dann guckt man den und denkt sich, ah, ist eher okay. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Film, der kriegt sowohl, ich glaube, der kriegt nochmal so 40-jährige Väter, kriegt der, oder so 50-jährige Väter, kriegt dieser Film nochmal richtig. Ja. Die so wissen, ah, ich habe zu viel Überstunden gemacht, ja, da heißt genau mein Kind nochmal. Ja, genau. Ja. Und dann kommt das Kind so von der Seite und ist so, Papa, können wir nie jetzt raus nicht, jetzt. Guck jetzt den Film. Ich habe einen Moment mit mir. Ja. was ist der Film, der dich am traurigsten macht? Weil du bist von uns dreien mit Abstand der geringste Heuler. Das stimmt. Du bist wirklich gar kein Filmheuler. Und also ich super doll und du wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja. Ja. Was hat mich zuletzt gekriegt? Oh Gott, das ist ein guter Film. Der Taika Waititi-Film, Wo Hitler der imaginäre Freund von einem kleinen Jungen ist. Ja, genau, Jojo Rabbit. Oh, der soll sehr gut sein, hab ich gehört. Krasse Szene, wo er über den Marktplatz geht und dann sieht man einfach nur, dass da jemand erhängt ist und es stellt sich heraus, dass es seine Mutter. Und das zeigen sie nie komplett, sie zeigen nur ihre Füße, also mit den Schuhen, die so baumeln im Wind und er sitzt halt davor und heult. Einer der krassesten Filmszenen aller Zeiten. Wow. Weil die Mutter auch so, Scarlett Johansson, so eine coole Mutter ist die ganze Zeit und das Richtige tut und nicht, also in der Resistance ist und alles. Und dann, ja. Ich dachte, das wäre eine Komödie. Ist es auch. Na, ja, weiß ich nicht, Jonas. Hey, Up hat auch eine der traurigsten Filmszenen aller Zeit und die fangen direkt damit an. Ja, aber, also, ich hatte gerade drei Jokes, mach keinen davon. Das war professionell von mir selber. Nope, sag ich nicht. Okay.
Nee, der Film ist ansonsten sehr witzig, aber der ist so richtig so emotional komplettes Spektrum. Mhm. Also der geht auch alles durch. Habt ihr Everything, Everywhere, All at Once geschaut? Immer noch nicht, leider. Immer noch nicht? Ja, ich auch leider nicht. Meine Güte! Der beste Film der letzten 20 Jahre. Ah, das glaube ich nicht. Jojo Rabbit war besser. Oh, sag ich jetzt schon. Ich habe den dreimal im Kino gesehen. Ja. Bin wirklich immer wieder rein. Habt ihr... Der war so sad irgendwann. Gladiator gesehen? Gladiator. Super sad Szene. Ja, geil. Ist so. Ich habe keine wirklich... Ich weiß, ich habe ihn gesehen, aber ich habe keine feste Erinnerung. Nee. Irgendwie nicht. Das ist so ein Brei von Muskeln. Ja, Gerard Butler war das, ne? Nicht Gerard Butler, Russell Crowe. Russell Crowe, ich verwechsel die beiden immer so gerne. Nee, das weiß ich nicht, war einfach nur ein Joke, aber keine Ahnung, da musste ich nicht weinen bei dem Film zum Beispiel. Nee, es wäre komisch, wenn du da weinst. Warum hast du da nicht geweint? Wo ist denn da eine traurige Szene? Ja, die Szene, da gibt es viele traurige Szenen, zum Beispiel, wo man realisiert, dass die Römische Republik fallen wird, weil sie schlechtes Personal haben. Ja. Hey, du und deine Römische Republik. Ich überlege, wo es... Ey, das ist übrigens ein Trend, darüber wollte ich ganz kurz reden. Habt ihr das mitbekommen? Es gibt diesen TikTok-Trend, wo Frauen ihre Männer, Freunde, was auch immer fragen, wie oft denkst du an das Römische Reich? Und es kommt immer weiter raus, dass ein großer Teil der Männer auf der Welt 2 bis 3 Mal die Woche mindestens ans Römische Reich denkt. Und ich finde es mega funny, weil ich mache es auch. Also ich bin da komplett dabei. Ich mag so History-Podcasts, deswegen werde ich da immer wieder zurückgeholt. Können wir mal ganz kurz, die Männer im Publikum, wie oft denkt ihr ans Römische Reich? Super weirde Frage, ich weiß. Einfach mal vielleicht so klatschen einmal die Woche oder über jedenfalls mehrmals die Woche. Jemand? Ja. Nee? Pyramide. Nehme ich. Das ist also ein anderes großes Reich gewesen. Aber das ist alles dieser mediterrane Raum, der klassische Raum, ne? Mhm. Das ist es auch oft. Viele Leute sagen dann, nee, ich denke eher an die Griechen, was auch okay ist. Mhm. Ja. Einmal im Monat? Okay. Verrückt. Ey, ich hab das gar nicht. Nee. Aber ich glaube, wenn man E-Scooter fährt... Ja, dann verliert man ein paar Gehirnzellen. Ist das Römische Reich so ganz weit weg. Also es fühlt sich ja gar nicht an wie Kampf. Wir haben die Straßen gebaut. Ja, aber die Huckelstraße. Ja. Und darauf fährt es sich nicht gut mit den Dingern. Und deswegen solltest du an die denken. Das ist auch die Scheiß Römer. Ja. Ich habe eine andere These, an der ich gerade arbeite. Ja. Oder was heißt arbeite, aber drüber nachdenke. Also, Leute, die den Podcast hören, wissen das, ich bin leidenschaftlicher E-Scooter-Fahrer. Ich besitze auch einen, ich habe jetzt auch überlegt, mich zu vergrößern, ist ein anderes Thema. Und E-Scooter sind... Gibt's da schon ein Kombi? Bitte? Willst du ein Kombi haben? Ja, ich überlege, ob man da... Also, da kann man so ein bisschen, einmal ein bisschen größer gehen, weißt du? Und zwei Personen E-Scooter. Und E-Scooter ist ja so das Klassische, was Leute sehr peinlich finden. Ja. Da ist man sich ja oft einig. Was ich aber sehr viel peinlicher finde, ist eine andere Entwicklung, die es gibt. Und das sind Männer, Mitte, Ende 20, die nochmal sagen, jetzt ein Rennrad. Die über sich selber die Rennrad, die auf einmal so auf Jan Ulrich machen. Ah. Und die dann auch so, dann so enge Klamotten tragen und dann Samstag nochmal raus und diesen peinlichen langen Helm auf einmal tragen. Alien vs. Predator. Ja, diesen Alien vs. Predator Helm. Und ich denke mir immer, aber das ist doch viel peinlicher, weil die belügen sich ja selber. Die sind ja nicht Jan Ulrich. Aber die machen die sind ein leicht Sport. Mobbliger Typ, ja. Der denkt, jetzt zeige ich es mir nochmal. Hast du gerade zwischen 20 und 30 gesagt? Das passiert doch gar nicht in dem doch, Alter. Doch, Ende 20. Ich habe mehrere Freunde, die auf einmal ihre Rennradliebe entdecken. Aber okay. Ist es, findest du, wenn man so Leistungssport macht, entweder man hat früh damit angefangen... Ja, aber die machen ja keinen Leistungssport, Ivan. Ja. Die fahren Rennrad in Berlin. Das ist nur Scheiße. Die cosplayen Leistungssport. Die cosplayen. Ja. Nee, so, ist nicht so. Du hast recht. Ja. Du hast absolut recht. Vielleicht ist das die Wut, die das in mir erzeugt. Dieses Getue. Jetzt beweisen wir uns nochmal hinten raus. Wie geil wäre es, wenn wir heute am Ende einfach des Tages einen Rennrad-Cosplay-Contest hätten. Ja. Einfach der beste Jan Ulrich. Und einer ist einfach nur ein Typ, der durchdreht und raucht. Das wäre mein Lieblings-Jan Ulrich. Voll. Ja, und darüber musste ich letztens nachdenken, weil das finde ich irgendwie ein bisschen peinlicher. Aber das ist dasselbe mit erwachsenen Männern, die mit Fußballtrikots durch die Stadt laufen. Ihr ganzes Leben in Fußballtrikots leben. Ich kann dir gerne, glaube ich, erklären, warum das nochmal Ende 20, Anfang 30 kommt, weil solche Radsportsachen sind meistens absurd teuer. Solche Räder, Kleidung, Helme, Brille, Socken, weiß ich nicht. Das ist alles sehr teuer. Und ich glaube vielleicht, wenn du erst so Ende 20... im Beruf angekommen bist oder endlich mal ein bisschen Geld verdienst, dass du dir erst das leisten kannst, glaube ich. Weil irgendwo muss das Geld hin und dann ist vielleicht das Erste, was... Ich hätte sofort 2 Gegenthesen. Ja. Gegenthese 1, es gibt ja viele Hobbys, die teuer sind. Ja. Du könntest ja auch sagen, ich lerne noch mal segeln. Bogenschießen. Ja, exakt, ist auch teuer. Golfen, teuer.
Ja. Es gibt ja teure Hobbys. Das alleine ist nicht der Grund. Ich glaube, man gefällt sich in der Idee des Radsportlers. Ja. Ich glaube, man wäre gern dieser Typ. Ja. Aber am Ende... Ich guck mal, stehst du halt an der Ampel. Da gibt es auch eine Meldung. Ja, weil, interessant. Ja, bitte. Ich gehe mal kurz mit dem Mikro hier ganz kurz hier. Ach ja, ich bin jung und vital, ich spring runter. Also als selber 30 gewordene dieses Jahr und so ein bisschen in der Pflegeszene tätig, kann ich sagen, es sind die Hormone. Also unsere, es sind Hormone? Also gibt Radhormone? Das wusste ich nicht. Nein, aber unsere Geschmacksnerven ändern sich alle 7 Jahre. Und ab 30 stellt sich der Körper auch nochmal um, sagt man ja auch gerne. Und ja, da, und das schmeckt so ein Rennrad einfach viel besser. Und da kommt es einfach dazu, dass halt viele sagen, die wandeln sich um 180 Grad, ja, weil sie halt merken, oh, es hat so mit dem Altern zu tun und dass sich das Ganze halt nochmal umstellt und dann denken viele, boah, jetzt Rennrad fahren oder hey, ich mache jetzt das und das Hobby. Und ja, tatsächlich hat es so ein bisschen mit dem Körper zu tun, je nach Hormonausschüttung finden dann andere, boah, ich muss mich jetzt bewegen oder ach ja, ein bisschen lesen. Also ich entwickle einen immer größeren Menschenhass, aber... Ja, das finde ich ja völlig normal, oder? Also da sind ja alle dabei. Das sind alle so, also, ja, Menschen sind furchtbar. Dann ist Bogenschießen das richtige Hobby für dich. Ich liebe meinen Beruf. Ich arbeite in der Pflege, ich arbeite mit dementen Menschen. Ich liebe meinen Beruf wirklich. Aber umso älter ich werde, umso mehr hasse ich Menschen. Ja, da muss man auch Beruf und Privat trennen, würde ich sagen. Sehr gut. Einmal ein Applaus für den Beitrag. Finde ich spannend. Sind das wirklich Hormone? Naja, es gibt ja auch sowas wie eine Quarter-Life-Crisis. Ne? Ja. Also diese 7-Jahres-Regel kenne ich auch, dass der Mensch sich so alle 7 Jahre kommt in der Regel eine große Veränderung. Was ich absolut nicht respektieren kann, sind Leute, das ist mir tatsächlich beim Wandern, ich werde mit 30 der Wandertyp sein, das weiß ich jetzt schon. Oh, das glaube ich. Also, du hast auch so gute Wanderwaden. Ja. Ja. Wirklich. Was mich richtig sauer gemacht hat, sind Leute, die bergauf mit einem E-Mountainbike hochfahren. Ja, und ich denke mir so, ich glaube, das hasst jeder. Das ist wirklich... Unglaublich. Also wie steht ihr denn dann, wenn Rennrad so scheiße ist, wie stehst du denn dann zu so Mountainbikern, die so aber wirklich so Dirt Road, also super, so richtig so den Berg runter und so? Finde ich irgendwie cooler. Weil die riskieren was? Ja. Ja. Okay. Was könntet ihr nochmal in euren 30ern beziehungsweise jetzt 40ern entwickeln? Kommt ihr noch was? Ihr habt gesagt, dass ich nochmal zu Gott finde. Ja. Hab ich vorhin im Auto gesagt, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, und? Dass er anfängt, Ave Marias für mich und mein Lebenswandel zu beten. Das kannst du aber sehr gut kombinieren mit Wandern. Ne? Es gibt diese Pilgerwege. Ich peitsche mich auch währenddessen die ganze Zeit. Nee, Flagellation nennt man das. Kann sein, kann alles passieren. Also wir haben das ja schon oft gehabt. Ich muss permanent, also wirklich für einen permanenten Kampf, nicht mies zu versnobben. Ja. Ich kann, wirklich, wenn ich nicht aufpasse, habe ich ein Segelboot. Wirklich, das kaufe ich aus so einer Laune heraus und dann habe ich den selber. Können wir da auch podcasten, ist das die Frage? Oh, und dann so einen ganz tollen Cremant. Weißt du, guck mal, und sofort sitze ich auf einem Boot. Ja, ja. Also, ja, guck mal, ihr stimmt mir sofort zu. Ich glaube, deine nächste Anschaffung wird ein Klavier sein. Muss das Wohnzimmer erst größer werden. Ah, ja. Aber dann, nee, also wirklich, bei mir ist ein permanenter Kampf, einfach kein Snob zu werden. Bei mir ist es ein permanenter Kampf, nicht wieder zu sehr Kind zu sein, interessanterweise. Aha. Weil ich sehe die ganze Zeit diese Goodies und Sammelkarten und Plakate und so. Ich habe wirklich einen starken Drang, mir so ein Yu-Gi-Oh! Booster-Pack zu kaufen. Wollen wir uns heute alle einmal ein Booster-Pack kaufen? Dann öffnen wir das zusammen. Aber ich habe ja gar nichts von Yu-Gi-Oh! Was würde ich denn da boostern? Du hast doch nur das Gemeinschaftsgefühl mit uns. Ja, okay. Aber und wir machen noch ein Reel, wir machen da Content. Ja, soll ich jetzt kurz rüberrennen? Jetzt? Nee. Ja. Nee, Mark, nein. Aber hast du Geld? Ja. Wirklich? Ja. Die sind teuer. 10 Euro. Ja. Wie weit reicht... das meine? Ist der Sound... Ich hab dir gestern, glaube ich, einen Zehner gegeben. Nee, ich hab... Hier, nimm noch einen. Ist der Kevin, vom Sound da? Wie weit reicht das Mikrofon? Das weiß ich nicht. Unser Soundmann ist legit nicht da. Cool. Nein, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen zu... Nein, warum denn? Macht ihr weiter, ich hol Geld, dann kaufen wir einen Booster. Nee, alles gut. Bleib sitzen, ich hol Geld. Nee, nimm das mit, probier so lange zu reden, wie es geht. Wir gucken mal. Ja, solange ich euch... Warte mal, er kann uns ja nicht hören. Okay, ich bin sofort wieder da. Ich weiß nicht, warum. Das ist diese Faszination aus der Kindheit. Und ich finde es manchmal... Gut, wir versuchen es. Weiß ich nicht. Das ist so witzig. So, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich... Das funktioniert, oder? Ich bin gleich wieder bei euch. Solche Schurmikros sind ja immer...
Wir warten. Falk Pirczek berichtet von außerhalb. Er fängt ja da zu weinen, ich kann nicht mehr. Ich fände es so cool, wenn wir jetzt so ein Monstergeräusch hören würden und ihn so schreien hören. Das sind die letzten Momente, die wir von... Das kommt so ein Werwolf-Podcast. Das sind so die letzten Aufnahmen von Falk Pirczek. Leute, ich sag euch, hier ist ja hinten ein ziemlich haariges Tier. Ah! Das ist einfach so. Ja, sehr gut. Sehr ein Wolf hat mich gerissen, Falk Pirczeks neuer Song. Bei was musst du dir... Was hast du Schwierigkeiten? Ich möchte gerne... Oh, Alter, die ganze Briefe. Ich bin sofort wieder. Wollen wir einen Speedrun machen? Ja, weil, ja, 80% drei Booster. Was glaubt ihr, wie lange brauche ich, um drei Minuten? Drei Minuten? Drei Minuten? Vier Minuten? Vier? Okay. Anderthalb. Also alles unter 1,45, sonst kannst du resetten, einen neuen Run starten. Okay. Und, alles klar. Nein, Speedrun willst, stopp ich. Warte mal ganz kurz, definier mal den Speedrun genau. Du gehst jetzt dahin, du holst die Yu-Gi-Oh!-Karten, du bist wieder zurück in 1,45. Ich möchte eine ganz besondere Box kaufen, da sind nämlich drei Booster-Packs, die kostet 18 Euro und da sind die legendären Götterkarten drin. Mhm. Und die möchte ich holen, genau. Und ihr bekommt, vielleicht verteile ich eine an euch, genau. Je nachdem, was wir jetzt sehen, sehr gut. 3, 2, 1, go! Und er rennt los, okay, er ist auf dem Weg, bitte aus dem Weg gehen für den Speedrun. Das Gute an Ivan ist so kompetitiv, der sprintet. Aber und wie? Der wird gleich so unangenehm kann ihn nicht mehr zu anderen Leuten sein. Siehst du ihn noch irgendwo? Ich sehe ihn nicht mehr. Nein, der ist schon längst in Basel. Okay. Den sehen wir nie wieder. Sehr gut. Weil ich in Basel, warum über die Grenze? Nein, wenn du den einmal losschickst, das ist wie so ein Hund. Ja. Wenn der den Ball nicht mehr sieht, der rennt ja auch weiter. Nee, das stimmt nicht. Das machen Hunde nicht. Nee. Die suchen dann den Ball. Oh, wow. What? Stopp die Zeit. Wenn er sitzt. Bam. Wow. 37, 44. Einmal Applaus. Hast du bezahlt? Ich wollte auch gerade fragen, hast du bezahlt? Das Snatch and Grab gerade. Hast du nicht bezahlt? Der kommt jetzt nicht so hinterhergerannt. Hat seinen eigenen Speedrun. Das war ja eine Top-Zeit. Das war unglaublich, ja. Ich bin übel stolz auf dich. Oh, das macht mich gerade extrem glücklich. Nice, good job. Und das ist so eine, für die Leute zu Hause, die nur den Podcast hören, also da ist, wir haben jetzt so eine goldene Box von Yu-Gi-Oh! Ich finde persönlich, es sieht so ein bisschen aus nach Zelda. Ich weiß nicht, warum mich das so daran erinnert. Nee, ich glaube, also das ist alles so sehr, sehr auf Ägypten gemacht. Genau. Du hast Yu-Gi-Oh! Nicht gesehen. Ey, da kommt die Ägypten, jetzt verstehe ich das. Deswegen liebst du Ägypten. Deswegen liebe ich Ägypten. Oh, das macht mich so wütend gerade. Das macht so Sinn. Das hat jetzt erst Klick gemacht. Bei mir auch, als du es gesagt hast. Da steht der Name von meinem Großvater drauf. Ihr fucking Rassist. Ey, das ist wirklich eine ganz weirde kulturelle Aneignung. Nee, das ist unmöglich. So. Aber die Japaner sind da ja nicht so. So, und jetzt jeder kriegt ein Boosterpack, wo 18 Karten drauf sind. Da sind jeweils 18 Karten drin? Ja. Pick one. Frage an Leute, die vielleicht Ahnung haben. Haben wir die Möglichkeit, da irgendwas Wertvolles drin zu ziehen oder wurden wir gerippt? Ja, wirklich? Ja. Okay. Das steht hier sogar, ich kann ja... Tin of the Pharaoh's Gods. Oh nein, der hat uns die englische Variante gegeben. Oh, das ist doch völlig okay. Ich schäme mich nicht. Verkauft sich besser. Kann man jetzt bestimmt noch zurückgeben, oder? Wo alles auf ist. Guck mal, ich weiß genau, wie ich ihn krieg. Er war erst traurig und habe ich so dieses eBay-Kleinanzeigen-Ding angeschlossen. Also wir öffnen jetzt für die Audio-Leute. Aber öffnet doch nacheinander. Ja, okay. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Zeig mal. Ivan hat aufgemacht. Oh, das tört mich gerade. Ey, ich glaube, ich kaufe mir gleich ein Starter-Pack noch. Guck mal, ich bin sofort... Ah, ich muss aufhören, so viel Geld auszugeben. So. Okay. Ich hatte mir neulich... Alter, das sind ja schlechte Karten. Direkt enttäuscht. Als wüsstest du noch, was irgendein Meter ist. Aber sehen die nicht cool aus, wenigstens? Was bist du denn so enttäuscht jetzt? Ja, das ist ein richtig scheiß Karten. Aber stimmt es oder sagst du das? Du hast doch keine Ahnung von dem Spiel mehr. Lies mal vor, was du sagst. Ja, da ist nicht mal so eine von den alten Karten. Da sind nicht mal Flammen drauf. Wie sollen die Schaden machen? Was ist denn, als Nicht-Yu-Gi-Oh!-Player, wie erkenne ich denn jetzt, dass ich eine gute Karte habe? Oh, doch, ich habe eine gute Karte. Ja, ich wusste, dass es passiert. Du wirst es gar nicht erkennen, weil die Texte sind teilweise einfach 12 Sätze. Okay. Wenn A, dann B und wenn B, dann C und wenn C, dann D. Keine Ahnung. Naja, ich habe auf jeden Fall eine gute Karte gezogen, die heißt Lightning Storm. Die macht folgendes. If you control any face-up card, activate one of these effects. Destroy all attack position monsters your opponent controls oder destroy all spells and traps your opponent controls. You can only activate one Lightning Storm per turn. Also absurd stark. Aber ich muss sagen, ich bin doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe ganz viele, die glitzern. Ist das gut? Genau, das wollte ich halt wissen, ob es dann... Naja, also was weiß ich, ob die gut sind. Ich habe 6, die glitzern. Glitzer ist gut, ne?
Na gut. Können wir da mal mit so einer Preisrange arbeiten? Zeig mal, darf ich mal sehen, was du... Ich habe hier Ice Jade Tremora. Muss ich sagen, sitzt so ein bisschen nonchalant auf einem Eisball. Finde ich nett. Finde ich nett. Sehe ich mich im Winter auch. Und hier habe ich Live Twin Lilla Tread. Zombie-Karte. Sieht aus wie aus einem Manga. Auch toll. Irgendwas mit einem Amboss. Ein Pentagon. Fragwürdig. Ein Pentagon. Das wäre so funny, wenn dazwischen einfach Regierungsgebäude wären. Deswegen, ich glaube, Pentagon, Angriff 5. Es ist gerade voll das Learning für mich, weil es ist nicht möglich, das wieder zu bekommen, was ich damals hatte. Weil ich wurde ja offensichtlich... Emotional, meinst du? Emotional, genau. Ich kann es versuchen, aber... Weißt du, was du versuchen kannst? Kauf noch eine. Ja, aber das war doch als Kind auch so, dass man Booster-Packs gekauft hat. Ich habe ja Magic gespielt, da war das ja genauso. Du hast Booster-Pack gekauft, warst einfach manchmal enttäuscht. Ja. Das ist ja auch ein bisschen das Spiel, ja. Du weißt nicht, was du bekommst. Es ist ja Glücksspiel, in a way. Ja. So, mach auf jetzt. Sag, wie viele glitzern bei dir? Wie viele glitzern bei dir? Der die meisten Glitzernden hat, bekommt irgendwas. Also zählen auch normale Holos dazu, so wie der hier? Weißt du, was normale Holos sind, mein Schatz? Also alles, was nicht normal ist, machen wir. Alles, was nicht normal ist. Normale Holos sind besonders dumme Yu-Gi-Oh!-Spieler. Ich habe vier. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ich habe 5. Ich habe Sushi. Du hast Sushi? Zeig mal, hast du wirklich? Oh, das sieht sogar gut aus. Ja, ich habe keine Ahnung. Du musst deutlich schneller durchgucken. Okay, gucken wir mal. Zähl nur die Glitzern. Ich will wissen, wer die meisten Glitzernden hat. What the fuck? Das ist einfach so eine Art indischer Biber. Ich bin wirklich gespannt. Sah wirklich aus wie ein indischer Biber. Wie sieht denn ein indischer Biber aus? Er würde ihn dir zeigen und du wirst sagen, ah ja, ist ein indischer Biber. Ja? Ja, kann man ganz schwer beschreiben. Also ich habe einmal den Beast King Unleashed. Mhm. Tolle Serie. Das ist, nein, also den Witz mache ich nicht. Okay. Wow, Dark Infant. Ey, ich werde gleich so gucken, was die wert sind. Also ich glaube, Lightning Storm... Also ich habe eine Menge Holo-Dinger. Ich glaube, diese Karte, das weiß ich sogar tatsächlich, müsste, also das Tin hat 18 Euro gekostet und ich glaube, das müssten 15 wert sein. Ich mache mich jetzt mal unpopulär. Wirklich? Ich fand die... Wirklich? Ja, ja. Ich fand die Bilder auf Magic-Karten irgendwie cooler. Ich gucke regelmäßig so einen Typen an, der so Packs öffnet auf YouTube und der... Und so regelmäßig, dass du Karten zuordnen kannst, was die wert sind. Ja. Und es ist nicht mal ein... Ey, und dann reden wir darüber, dass unser Job hart ist. Das macht gar keinen Sinn. Es ist, ja, genau. Es ist ja so eine ganz komische, genau. Hier, guck dir die mal an, ich kann die nicht einordnen. Du musst mir sagen, ob da was dabei ist. Mögt ihr das Artwork? Tut es was für euch? Das habe ich ja gerade gesagt. Ich finde, das Artwork ist mir so ein bisschen zu... Das ist so fipselig ein bisschen. Ja, ja, das ist so ein bisschen... Bisschen fipselig. Als hätte es ein sehr begabter Teenager gezeichnet. Ja! Ja. So jemand, der so mit 14, 15 nicht gern zur Schule geht, aber er kann zeichnen. Ja, absolut. Ja, das ist, jetzt ist es wirklich ein Yu-Gi-Oh!-Podcast geworden. Ja, wir müssen aufpassen, wir verlieren alle. Wir verlieren sogar mich. Ja, genau. Habe ich gerade gemerkt. Ich bin auch gerade geistig abgedriftet, muss ich sagen. So. Wer spielt hier, hat jemand Magic gespielt hier? Könnt ihr mal klatschen? Sehr gut. Geil. Okay, ein paar Leute. Und habt ihr auch Yu-Gi-Oh!-Karten? Nee? Nee. Doch? Und wie findest du das Artwork im Vergleich? Was hat die besseren Bilder? Ich finde, die besten, geilsten Sachen sind von damals, muss ich sagen. Die sind einfach zeitlos. Also ich würde sagen, die Magic-Karten hatten ein besseres Artwork. Die waren noch ein bisschen düsterer, ne? Die waren ein bisschen erwachsener. Irgendwie, ne? Das eine ist auch mehr Anime und das andere ist mehr so ein westlicher Stil von Comic. Mhm. Ja. Ich frage mich, hat jemals jemand wirklich mit Pokémon-Karten gespielt? Ja, ja. Es gibt sogar richtig Weltmeisterschaften. Dazu. Ja, weil also... Oh, ist das, also ich finde es großartig, weil du meldest dich gerade. Wie alt bist du? Sie weiß nicht, ob sie oder jemand anders. 5? Wow! So. Ich war mit 18 überfordert vom Spielprinzip. Nee, wirklich, weil da hat man so Chips gehabt, die musste man irgendwo drauflegen. Da gab es da Energiekarten, ich war völlig raus. Habe ich nie gelernt. Das war wie Siedler von Catan. Ich habe es versucht und dann war ich so, ach nee... Entschuldige dir ein Schaf, habe ich keinen Bock mehr. Nee, echt? Also da war ich einfach raus. Lust mal mit aber euch. Du kommst doch vom Dorf ursprünglich. Ja, das habe ich zu sehr daran erinnert. Du weißt nicht, dass man, wie man jemandem mit Schaf schuldet, das war nicht schwierig. Nee, wirklich nicht, da war ich raus. Okay. Ich finde, wir sollten auch mal Brettspiele zusammen spielen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass mit einem Gast so ein Hattet ihr als Kind so ein Go-To-Brettspiel, was ihr mit der Familie gespielt habt? Ja, Mensch, ärgerlich. Spiel des Lebens. Was? Drei Leute Schach. Das ist kein normales Spiel. Das ist kein normales Spiel. Vater Max. Was macht die dritte Person? Nerven? Also was die macht ist? Die Uhr. Die macht die Uhr. Aha.
Aha. Okay, wow. es ist ein rundes Schachbrett. Darauf es hat drei Bock. Verschiedene Farben. Man spielt alle gegen das alle. Das ist geil, glaube ich. Das endet auf den Prügeleien, sagt sie. Okay. Wow. Ja, das kann ich mir vorstellen. Welche Fächer unterrichten deine Eltern an der Uni? Weil das ist ja so, wie gebildet können wir als Familie sein? Ja. Ja. Ah, ja. Ja. Ich wusste, dass wir in irgendeine Richtung gehen. Absolut. Ja. Sehr gut. Wir haben sehr viel Spiel des Lebens und Monopoly und so gespielt. Oh, und Mensch, ärger dich nicht. Spiel des Lebens war bei uns auch ganz viel. Ist funny, ne? Was ist ja. Spiel des Lebens? Kenn ich nicht. Wirklich nicht? Aber dann kannst du nicht das Spiel des Lebens Sieger sein. Nee. Um mal das MB-Lied zu zitieren. Echt? Also das ist, du hast so eine Drehscheibe in der Mitte, da wird gedreht. Du hast so ein kleines Auto und dann spielst du quasi ein Leben. Du kriegst am Anfang einen Job zugewiesen. Aha. Und dann ziehst du auf irgendein Feld und denkst, deine Scheidung läuft ganz holprig, du musst 7.000 Euro zahlen. Wirklich? Und das Ziel ist, dass Kinder so ein Gefühl fürs Leben bekommen, oder wie? Genau, also es gibt halt so, du kannst Versicherungen kaufen unterwegs. Genau, weil es ein deutsches Spiel. Es ist ein sehr deutsches Spiel. Und das Ziel ist dann einfach... acht Felder mit Zahnzusatzversicherung. Ist das Ziel dann im Endeffekt glücklich zu sein? Also Nein, wer das meiste Geld hat. Das ist wirklich das Spiel, immer noch Deutschland, was sich vorbereiten sollte auf den Kapitalismus. Ja. Ah ja. Das hätte man bei der Wende mal allen Haushalten schenken sollen aus Deutschland. Ihr findet alle euren Job, aber viel Spaß. Es gab ein anderes Spiel, das war das genaue Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hieß Mancomania. Ja. Und bei Mancomania startest du mit 1 Million und du gewinnst, wenn du zuerst alles verprasst hast. Ah. Da gibt es auch so ein Fake-Spiel-Casino. Das hat dich richtig beeinflusst, ja, ne? Alles hat dich geliebt. Das hat dich tief drin bekommen, das alles Spiel. Alles in Yu-Gi-Oh!-Karten gesteckt, einfach sofort. Ja. Ja, Mancomania haben wir viel gespielt. Kennt ihr noch Sagerland? Ja, das lose. Gab bei uns ganz, 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 ganz viel. Da es musste man immer, das war so ein Brett und da waren so kleine Bäume drauf und unter den Bäumen war Logos. Ja. Und da war zum Beispiel so eine Spindel von Dornröschen. Und dann musst du dir merken, wo die ist und dahin ziehen und die dann ins Schloss bringen. Ja. Das haben wir so oft gespielt. Das klingt krass. Kurze Frage. War nicht krass. Mensch, ärger dich nicht. Wenn, da gibt es ja zwei Lager. Wenn man jemanden kicken kann, muss man kicken. Oder kann man mit einem anderen Männchen raus? Man muss kicken, ne? Ja, weil Mensch, ärger dich nicht. Ja. Nee, weil, es ist so schwer als Nice Guy, das zu spielen. Was entschuldigt sich die ganze Zeit? Ja. Hey, sorry, ich konnte nicht anders. Hey, es tut mir leid. Ich muss sagen, es war eins der Spiele, wo ich früh gelernt habe, dass ich keine hohe Tilt-Resistenz habe. Ja. Weil also das war wirklich, also da gab es Momente, da habe ich das Ding vom Tisch gefegt. Wirklich? Ja, als Kind. Habe ich so einen Temper gehabt, konnte ich gar nicht mit umgehen. Gar nicht. Gar nicht. Ich überlege gerade, welches Spiel mich am wütendsten gemacht hat. Aber es waren, glaube ich, eher dann Videospiele. Also das erste Spiel hat mich sehr viel mehr dazu gebracht, Dinge gegen die Wand zu werfen als alles andere. Ja. Sonst weiß ich gar nicht so sehr. Bei mir war es League of Legends, ganz klassisch. Ja. So viel Zeit und Nerven in dieses. Ist vielleicht immer noch mit das die toxischste Community, die man haben kann. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe wirklich einfach, das ist ja nicht meine Natur, aber ich habe wirklich oft auf den Tisch einfach gehauen. Einfach so. Ich habe nichts kaputt gemacht, so weit ging es, aber ich war einfach nur so mit purer Kraft und so keine Rücksicht auf irgendwas Verlust. Einfach so wirklich Karate-Chop-mäßig. Ich finde es spannend. Also, weil die Frage ist immer, was lässt einen tilten? Yeah. Zum Beispiel, was lässt einen bei Street Fighter 1 tilten? Weil es kann kein Lag sein, weil du spielst 101 vor einem, also es ist wirklich die Wut darüber, wie schlecht man ist. Ja, es ist wirklich, ich würde behaupten, das Spiel cheatet. Nee, bei mir, okay. Also M. Bison, der hat schon ziemlich viel gecheatet, das sage ich dir. Bei mir war das halt so, dass ich in meinem Kopf eine Combo hatte, die ich machen wollte in League of Legends. Ich hatte alle meine Spells, ich habe alles verstanden. Und dann kam ein Gegner und hat mich einfach... War einfach besser. Einfach besser. Und ich habe nicht mal so Spells gedrückt. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit zu drücken. Und dieses Drücken, es passiert nichts. Das ist wirklich... Das kann ich verstehen. Das ist so völlig furious. Ja. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Ich hatte doch Sonjas. Ich habe doch eins gedrückt. Ich möchte doch jetzt... Ja, wie kann das sein? Ja. Aber ich war einfach schlecht in diesem Spiel. Ja. Genau. Oh, das bringt mich zum Tilten. Ja. Wenn ich versuche, einen Podcast aufzunehmen und es kommt einfach so eine Durchsage. Schnauze! Was heißt hier... Aber ganz kurz, das ist ja quasi gerade Werbung in unserem Podcast. Ja, und vom Band. Das heißt, wer kriegt die Rechnung?
Das ist ja die einzige Frage, die ich habe. Ich denke an Rechnung. Am Ende zahlt der Steuerzahler. Ja. Du kommst aus allem. Ja. Am Ende zahlt der Steuerzahler. Das wäre nicht schön für so eine Art nur deutsche Religion. Das ist so, statt dem Armen in der Kirche ist es am Ende. Und am Ende zahlt der Steuerzahler. Und alle zusammen. Und am Ende zahlt der Steuerzahler. Habe ich dir dein Portemonnaie wiedergegeben? Ja. Okay, wollte ich gerade sagen. Jungs, habt ihr noch was? Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern. Top 3 Monster wollte ich noch mit euch machen. Was Top 3 Monster? Was sind die Top 3 Monster, also Horrorfilmartige? Moment. Monster oder Villain? Oder Monster-Archetypes? Muss schon ein Monster sein. Also wir haben ja vorhin sehr Twilight Frage, gehabt. Find ich. Für mich ganz klassisch, komme ich gar nicht mit klar, sind so Nonnen und so religiösen... Nonnen? Nonnen, finde ich ganz meinst du Exorzismus-mäßig? Also, oder? Finde ich ganz, ganz gruselig. Also ich sind jetzt auch nur im weitesten Sinne Monster. Ja, aber so Exorzismus, genau, wie Jonas sagt, so... Guck mal, wir sind auf Doppel-Twitch. Hasi ist da und wir sind auf Twitch. Gut. Hey! Also wir sind's Nonnen. Nonnen, ganz, ganz furchtbar, also irgendwelche religiösen Exorzismus-Sachen, kommt mein Kopf nicht damit klar. Mhm. Auf Platz 2 sind es... Weißt du warum? Warum? Nee, ich frag dich. Ach so. das ist so eine rhetorische Frage. Ja. Ich glaube einfach, weil ich ein paar von denen in meiner Kindheit gesehen habe und immer so ein bisschen so... Du hast dich gefreut, dass sie Karriere gemacht haben im Fernsehen. Nee, ich fand die immer so unnahbar. Ich wusste nicht genau, was sind das so für Leute. Wie stehst du zu Pinguinen? Finde ich knuffig. Ja? Ja. Weird. Interessant. Was ist, wenn ein Pinguin eine Kreuzkette trägt? Schwierig. Was, wenn ein Pinguin so rotleuchtende Augen bekommt? Ey, rotleuchtende Augen, sofort schwierig. Ja, aber warum ist das eigentlich so ein Ding? Also, genau, also für mich, ich würde sagen, Geister bei mir ganz klassisch. Okay. Mag ich auch nicht, so Poltergeister, so okay. Türen. Paranormal Activity konnte ich damals nicht richtig gucken. Das Wirklich? War zu viel für mich, ja. Krass. Und auf Platz 3 würde ich sagen, Beamte. Nein. Und am schlimmsten, Beamtengeister. Beamten-Nonnen, das sind ja. Sie. also auf Platz 3, was ich auch ganz schwierig finde, sind, glaube ich, so alles, was im Wasser so ist. Okay. Das ist gut. Das verstehe ich. Ja, ja. Wasser mag ich auch nicht. Tiefe, diese unendliche Tiefe und dann weiß man nicht, was da ist. So. Aber meinst du auch so natürliche Dinge? Ich habe gestern durch Zufall, habe ich so ein bisschen im Hotel so ein bisschen durchs Fernsehen durchgesappt und habe eine Doku gesehen über so eine Anaconda, die haben sehr viele Unterwasseraufnahmen, die schwimmen ja sehr viel, ne? Ja. Und die sind wahnsinnig schnell unter Wasser. Das ist eine riesige Anaconda, war wahnsinnig schnell unter Wasser. Und dachte ich so, das ist so das Letzte, was ich erleben möchte. Ja, eine wollte ich auch fette gar nicht. Anaconda in demselben See oder Fluss finden, wo ich gerade schwimme. Ja. Das wäre so der absolute Abfuck. Absolut. Absolut. Eins meiner Lieblingsmonster, muss ich sagen, sind Oger. Also jetzt nicht aus Angst, sondern mag ich. Ah. Du magst ja einfach. Ja, du hast ja gefragt, was sind meine Top 3 Monster? Ja. Also könnte der Oger sein. Immer ein bisschen grob, schlechtig, bisschen dusselig, aber dabei sympathisch, volksnah, immer hungrig, will einfach nur einen Zwerg essen. Eine durchschnittliche Oger würde auf einem Schützenfest irgendwo in der Uckermark nicht auffallen. Ja. Du, wenn so ein Oger 15 Jahre in Bayern wohnt, der ist ganz schnell Oberbürgermeister. aber warum denn auch nicht? Oh mein Gott. Ist ja auch nett. Markus Söder? Ist ein bisschen ein Oger. Ja, das stimmt. Deswegen, also ich mag Oger. Oh nein. Mochte ich irgendwie immer. War für mich einfach so ein Fantasy-Monster, was ich sympathisch fand. Was ich ganz krass fand als Kind, also ich bin übrigens voll bei, die Oger sind irgendwie, ich glaube, durch Shrek... Sehr kommerzialisiert, aber Oger... Ich glaube, Shrek hat wirklich das für Oger getan, was diese ganzen Bären-Comics, so Yogi Bär und so weiter, für Bären getan haben. Ja. Weil alle denken jetzt, Bären sind niedlich, aber Bären sind teilweise die garstigsten Viecher, die je gelebt haben. Ja. Ich liebe sie, aber sie sind absolut garstig. Ja. Und die haben einfach extrem gute PR bekommen. Yogi Bär und all die anderen, die haben wirklich dafür gesorgt, dass wir alle denken, oh, die sind so süß. Winnie the Pooh ist auch ein Bär. Winnie the Pooh. Bärchenwurst. Bärchenwurst. Absolut. Aus echten Bären. Aber er hat ja recht, auf Bärchenwurst ist ja immer ein lächelnder Smiley und kein aufgerissener Dachs. Ja. Panda-Bären, auch echt gutes Spokesman für die Bären-Community. Absolut. Bei mir als Kind gab es
gab es in der Ukraine eine Hexe, die hieß Baba Yaga. Ja. Also die gab es nicht wirklich? Nee. Das ist eine Sagenfigur. Ja. Aber wenn du sagst, bei mir in der Ukraine gab es eine Hexe. Nee, es stimmt. Komischer Vibe. Komischer Satz. Nee, es gab, also es wurde halt so erzählt, genauso wie ich sage. Und die hatte so ein Haus, was so auf Hühnerfüßen war. So dünne Beine hatte. Und dann so sich richtig schnell bewegt hat. Und so ein, das hat mich als Kind so richtig verstört. So. Ja, das ist ganz cool, dass sie so überall wohnen kann. Also ich fand so nice für sie. Also, ja. sie kann so Work and Travel machen. Ja. Belt and Travel. Das ist die Definition von Work and Travel. Das ist wirklich gut. Aber kann man übrigens gut sehen im letzten Hellboy-Film, der rausgekommen ist. Da kommt genau dieses Haus drin vor. Ja? Und auch die Hexe, ja. Wie geil. Und ist auch gut animiert, kann man sich gut angucken. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da gab es das auch. Da gab es auch so Baba Yaga-Bücher und so Filme dazu. Ja. Fand ich auch immer sehr groß. Auf so Hühnerfüßen immer, ne? Ja, ja. Genau. Kann ich das war so krass. Auch. Das muss ja voll scheiße sein, drin zu leben. Also wenn ja, auch so schlechte Statik einfach. Genau, so dünne Hühnerbeine. Ja, ja. Wandelndes Schloss dagegen finde ich sehr schön. Ja. Ist ja eigentlich das gleiche Konzept, nur größer. Ja. 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 Einfach wandelnde Die Oberschicht-Variante davon. Welches Monster macht so gar nichts mit euch? Weder positiv noch negativ? Ja. Boah, was ist ein Monster, was gar nichts... Gibt es jemanden, der ein Monster hat, was gar nichts mit ihm macht? Wo man so denkt, ach na ja, bräuchte jetzt nicht. Mumien. Mumien. Wow. Oh. Nimm's nicht gleich wieder persönlich. Nein. Es ist nur, ich denke gerade an den, ich denke gerade an den Film Die Mumie. Super Film. Und da ist es aber so, dass es ja am Ende eigentlich, es haben sie einen Zauberer daraus gemacht. Ja. Ne? Weil aber es dann auch. Mumie ist kein schlechter Call. Ich merke gerade auch, fühle ich nicht viel für. Ah, ihr habt halt noch nie eine gesehen. Also ich habe schon mal eine gesehen. Nee, ich meine eine, die sich bewegt und so. Nee, ja natürlich. Gut, aber ich habe auch noch nie einen Oger gesehen. Ich war im Ägyptischen Museum. Ich habe in Kairo. Weißt du das? In Kairo und ich habe da Mumien gesehen. Echt? Du warst in Kairo im Ägyptischen Museum? Das ist nice. Ja, das war wirklich cool. Schönes Museum. Ja. Ich überlege gerade, welches Monster auch noch nicht. Aber geh da nicht nachts rein. Nein. Zentauren. Ja. Merke ich gerade. Aber ist schon cool. Ja, da bist du dann Mensch und dann ein Pferd. Ist ja schön. Aber ich glaube, du stellst dir die zu, wenn du die im wirklichen Leben sehen würdest, wenn es so imposante, muskulöse Riesenviecher. Ja, aber es ist, aber jetzt so gerade habe ich kein Gefühl dafür, muss ich gestehen. Ich glaube, das ist auch einfach, wenn man die, das sind so Monster, die sehen einen Zeichentrick und gemalt und so sehen die okay aus. Aber wenn die wirklich existieren würden, wenn die so einen, es wäre sowas Ekelhaftes. Überhaupt alle Chimären. Pass mal auf. Also ich finde ja, Pferde ist ja, also da müssen wir einmal jetzt ehrlich zueinander sein, das Pferd ist ja das unsympathischste Tier, was wir domestiziert haben. Echt? Es ist ja wirklich zickig, es ist unzugänglich. Das ist ja ein Tier, das will gesiezt werden, damit es sich nicht umbringt. Unerträgliche Drecksviecher. Das heißt... Das ist mal ein Hot-Take. Das heißt, 50% von Zentauren sind mir jetzt schon mies unsympathisch. Das heißt, ich nehme an, dass der Mensch nicht nach seiner unteren... Du kannst einem Menschen nicht nach seiner unteren Hälfte bewerten. Lass mich ausreden. Nee, das ist nicht in Ordnung. Jonas, fällt mir ins Wort. Ich nehme an, dass der obere Teil genauso zickig ist, nur als Mensch. Das brauche ich ja gar nicht. Also du meinst, dass die einfach große Feiglinge sind, die so unangenehm sind? Genau. So und dann immer so ein bisschen... So Fluchttiere. Fluchttiere als Mensch. Ja. Das finde ich nicht cool. Bin ich ehrlich? Also ich habe Pferde ganz anders kennengelernt als Ja, stimmt, er liebt ja Pferde jetzt. Ja, du wirst jetzt aber auch ein Pferdemädchen gerade. Ja. Und das ist auch okay. Ja. Aber ich möchte sagen, ich finde Pferde scheiße. Oh, das stimmt, du hast einen sehr interessanten Drift hingelegt, weil du gehst jetzt zu Pferden hin, auch ein bisschen so zu Spiritualität, Religion hin. Das ist eine ganz komische Kombo gerade. Ja. Stimmt, vielleicht entdeckst du auch gerade so ein bisschen eine feminine Seite an. Ja, vielleicht ist es aber nur das. Das finde ich ja schön. Kann sein, kann alles sein. Aber wenn du irgendwann auf einem Pferd zum Podcast kommst und auf dem Rücken Karten legst, dann würde ich sagen, Ivan, also jetzt mal ein Liegestütz wieder. Jetzt reicht's aber auch mal. Ja, ja, das wäre ganz funny. Jonas? Frag mich nicht nach meinem Aszendenten. Fantasy-Monster, was nichts für dich tut. Fantasy-Monster, was nichts für mich tut. Ich würde gerne mal so einen Klassiker einreißen. Ich glaube, ich bin durch mit Zombies. Ja. Ich bin durch mit Zombies. Verstehe ich. Ist langweilig. Ja. Ist einfach nur langweilig. Stimmt, das macht war auch immer irgendwie ein langweiliges Monster. Mhm. Weil es bewegt sich sehr langsam, es hat kein Gehirn. Aber irgendwann gab es ja auch wahnsinnig schnelle Zombies. Ja. Da gab es so den das großen war eine tolle Shift Neuerung. Im Zombie-Game. Aber ich würde sagen, das war schon was ganz Eigenes wieder. Ich glaube, der Horror von Zombies ist ja eigentlich, dass du Leute, die du kennst,
dass die sozusagen aufhören, dich zu erkennen und dich auch noch angreifen. Das ist ein schöner Punkt. Und das ist so ein bisschen, die haben ja auch, ich meine, seine Metapher für Demenz. Genau, ja. Und auch so für die Vergänglichkeit. Also so, dass so nichts bleibt für immer, du weißt noch nicht, wem du vertrauen kannst, weil Leute können sich ändern plötzlich. Ja. Last of Us hat einen neuen Twist reingebracht. Am Ende zahlt der kleine Mann. Am Ende zahlt der Steuerzahler. Last of Us hat es nochmal ein bisschen interessant gemacht, weil es sowas Ähnliches war. Und The Strain. The Strain hat es toll nochmal gemacht. Guillermo del Toro ist auf Deutsch die Saat. Ja. Ist so eine Mischung aus Vampir- und Zombie-Film. Mhm. Oder beziehungsweise Serie. Das kann ich auch nochmal empfehlen, aber alles andere Zombies, so normale Zombies. Nee, ne? Ja, gab's wirklich zu viel, ja. Und wenn du dir vorstellst, wie die im wirklichen Leben wären, die würden einfach enorm stinken. Ja. Also richtig belastend stinken. Und die werden halt auch sehr langsam. Weißt auch gar nicht, wie ein Zombie dich überraschen kann. Du würdest ihn einfach riechen, lange bevor der bei dir wäre. Ja. Vor allem, ich kenne uns beide, wir sind ja beide sehr so, ja komm mal zum Punkt jetzt. Wir werden beim Zombie so, ja komm da jetzt noch was. Ja, greif doch an, komm doch jetzt. Meine Güte, wir haben nicht für immer Zeit. Ich glaube, was mich bei Zombies immer angeschüchtert hat, war diese Menge. Die genau, das ist noch das Einzige, was sie gefährlich macht. Stimmt, das Masse über Klasse. Ja. Was ich wiederum sehr mag als Monster, merke ich gerade, so klassische sassy Vampire. So ein Vampir, der hat so ein tolles Gewand und irgendwas so ganz Plüschiges um den Hals. Ja. Du magst Dracula. Ich mag Dracula. Finde ich irgendwie toll. So was leicht Überhebliches, den Kopf immer nach oben. Er ist sich fast zu fein, mich zu töten. Du hast dich so verändert. Du warst mal ein beinharter Sozialist. Ja. Jetzt magst du Adlige, die für immer leben. Ja. Reiß dich mal zusammen. Ja, wir müssen das. Gutes Schlusswort. Ja. Danke, dass ihr so zahlreich heute hier wart. Es war Können wir vielleicht als Abschluss, weil wir ja auch Video haben und Twitch und so weiter. Wir haben hier zwei Leute mit VMD-Cosplay. Ja. Können wir die auf die Bühne holen? Dass die einmal das kriegen wir hin. Ja. Ja, würdet ihr auf die Bühne kommen, dass wir euch einmal... Wenn ihr das Rampenlicht mögt, dann holt es euch einmal ab. Ja. Sehr gut. Dann machen wir das noch einmal. Bis dahin, weil dann können wir mit dem Podcast an sich zu Ende kommen. Danke, dass ihr da wart. Wir haben einen Podcast, der heißt Verprügelt mit Punchlines und den anderen, der heißt Verprügelt mit Drachen. Hört da gerne rein, wenn ihr Lust habt. Verprügelt mit Drachen haben wir heute hier als Cosplay. Ja. Einmal Gummo, einmal Faro. Mega geil. Nur vielen geil. Dank euch, das sieht wirklich mit einer funktionierenden, ist keine Ukulele, doch ist eine Ukulele. Nee, ist keine Ukulele. Was ist das? Ist eine Ukulele, oder? Ist eine Ukulele. Aber modifiziert. Sehr, sehr wundervoll. Schön. Wollen wir einmal ein Schlusswort, bevor wir uns hier... kommt gut nach Hause. Nehmt immer die volle Kaution. Und Gott schütze das Internet. Vielen Dank. Tschüss. Aber es ist ja großartig. Nice. Einmal die Stühle wegmachen. Dann können wir noch einmal... Ach so, dass wir einmal noch ein gutes Bild kriegen. Dass wir einmal uns von der Kamera einfangen lassen und dann machen wir... Das muss ich eigentlich fast klauen. Oder habe ich das und ich hab's vergessen? So. Sind die noch an, ja? Krasser Kerzenständer auch. Gut konstruiert. Warte. Sieht richtig aus, das ist aber nicht aus Metall, oder? Sieht nur so aus. Wo haben wir eine Kamera? Wo rein winken wir rein? Das müsste mir auch jemand sagen. Was denn? Welche Kamera läuft gerade? Müssen wir da rein performen? Also hinten? Die sind da drüben, die Kameras. Mir wurde gesagt, wenn man klein ist, das Bein nach vorne, damit das Bild Tiefe kriegt. Ivan, du musst doch zu Gumo. Ja, rüber. Ich muss eigentlich in die Mitte, oder? Ja, und die Welt kommt in die Mitte. Ja, guck mal. Ich habe ein Portemonnaie in der Hand, wie sieht das denn aus? Kann einer von euch noch mal mit Ivans Handy ganz kurz ein Bild machen? Zeig noch mal ganz kurz, was machst du mit deinem Bein? Zeig das noch mal ganz kurz. So leicht nach vorne. Nee, aber das ist nicht leicht nach vorne, du stehst komplett nach vorne ausgewickelt. Nein, pass auf. So, Hüfte nach da, Oberkörper eindrehen. Das ist zu viel. Nein! Das ist zu viel. Hast du jeden Bodybuilding-Contest gesehen? Ja. Die stehen so und dann... Ich guck nichts anderes. Na sicher. Ja, das stimmt. Da wird mehr mit Öl gearbeitet. Also du willst dann wirklich... Wir müssen von der Bühne, wir machen jetzt schon den Zeitplan kaputt. Okay.
Dann vielen, vielen Dank. Bis dann. Was geht als nächstes hier auf die Bühne? Ah, das weiß ich nicht. Warte. Okay, das finden wir raus. Verprügelt mit Punchlines.